Moin Moin und weiter geht's in der Eiswelt von Super Mario Bros. 3, Welt 6 von 8, also, und ich hab eine Welt noch nie so gehabt. Es ist ein Spießrutenlauf um einen Pilz und ich spring voll in die Fotze rein. Tut mir leid, ich bin ein vulgärer Mensch, der gern mit vulgären Wörtern um sich wirft. Wir nehmen eine Feuerblume, um das Eis zu bekämpfen und das Eis zu schmelzen. Oh Gott! Können die Dinger mich überhaupt verletzen, wenn ich das Fieder vernichtet habe an sich? Okay. Ist mir jetzt auch gerade scheißegal. Zack, da hätte doch eine Feuerblume drin sein können. Ja, oder ein Blatt. Hehe, verarscht. Ja, komm, du gehst mal weg, so. Und da ist das Ziel und ich will einen Stern. Und einen Stern bekomme ich auch. So. Dann machen wir gleich das nächste Level in Welt 6. Der Eiswelt. Oh, und das ist so epic fail, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Das ist dumm. Das ist wirklich pure Dummheit. Zack. Scrolling für Arme. Ich hasse Scrolling. Eine Feder. Feder ist gut. Nur ein Scrolling-Level. Mit bewegenden Wolken. Auf in einem Eislevel, wo man schon auf den Sachen eh ausrutschen kann. Das. Nee. Finde ich nicht so toll. Was soll ich denn bitte da machen? Ah, okay. Ich habe eben schon gedacht. Was zur Hölle? Oh. Mann. Ah, Leute, es herrscht keine Asynchronität zwischen meinen Kommentaren und dem Game. Ich kommentiere manchmal einfach nur viel zu spät, weil ich das erst viel zu spät realisiere, was mir da gerade passiert. Ist wirklich so. Ja komm, leck mich Mario, leck mich. Da oben ist ein Leben drin. Das habe ich auch gerade noch so bekommen. So. Wenn ich jetzt auf der Röhre ausrutsche, es wäre echt für mich nichts Neues gewesen. Oh, ich habe eben gedacht. Und schönen Stern. Und ich bekomme Pilz. Toll. Ganz toll. Wir nehmen jetzt 3 Minuten auf. Juhu. Wollen wir einen Stern verprasseln? Ja, wir wollen einen Stern verprasseln. Wir bekommen bestimmt wieder einen. Zack. Zack. Ein Hammer. Toll. Hammer könnten wir uns aufheben. Oder wir könnten gleich da hinten verpulvern. Nee. Pick a box, its contents will help you on your way. Alright. Ein Blatt. Toll. Toll. So. Okay. Machen wir Welt 3, Level 3 als erstes und... Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ganz ehrlich, für was haltet ihr mich? Für Jesus, der das schaffen kann? Gut, ich meine, an sich ist es für Leute, die Mario-Skills haben, die Mario können, für die ist es grundsätzlich nicht schwer. Aber Leute, denkt an mich. Ich bin jemand, der kann Mario nicht spielen. Und ich denke, das sieht man. An meinen Fails, die wirklich echt peinlich sind vor dem Ziel. Vor dem Ziel sterbe ich eines peinlichen Todes. Nee. Bei sowas werde ich dann leicht sauer. Phew.
Gut, 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 gut. Mario braucht ein Timing und Timing habe ich nicht immer. Vor allem ist das, was ich habe, nie Skill oder so, wie ich das immer behaupte, es ist Glück. Und das hier ist no Skill, es ist Pech, es ist gay. Es ist einfach verdammt gay. So, wir laden gerade wieder mit 40 Leben. Das ist mir jetzt gerade scheißegal. Und ich mache immer wieder denselben Fehler, wollte ich gerade sagen. Aber ich mache ihn wohl anscheinend nicht immer. Ich mache ihn aber immer öfters. Und ich gehe bald sterben. Ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht, es wird nicht lange dauern und ich werde sterben. Und ich werde jetzt das Spiel nicht unterbrechen, um einen Safe State zu machen. Nein, das werde ich nicht tun. Ich hätte es aber tun sollen. Ganze Scheiße, Mann. Ich hasse das Level. Und wie ich es hasse. Spring hoch. Komm. Das ist jetzt mir zu hoch. Der Sprung, vor dem ich am meisten Angst habe, genau der eben. Er klappt einfach. Und er klappt fast immer und... Oh Gott. So, ich mach doch jetzt Safe States. Das ist mir jetzt bei dem Level... Das Level ist mir nicht wert zu sterben. Jetzt verliere ich, dann habe ich da meine Feder verloren und jetzt gib mir einen Pilz. Danke. Ah, ich habe ja einen Stern gehabt, scheißegal. Na egal. Komm, ein Leben wenigstens. Wie lange habe ich jetzt für das Level gebraucht? Ah, Memory. Und dann haben wir meinen Tempel. So, ein Schloss. Oh, whatever. So, Blume, Pilz. Und wir haben wieder ein Memory gelöst. Toll, nicht? So, Blume haben wir bestimmt auch noch. Ah, komm, wir nehmen mal einen Pilz. Von denen habe ich genug. Ja, aber es ist zur Hölle. Ach ja, das ist das nette Teil. Auf dem rutsche ich auch aus, gell? Oder irgendwas war doch da. Davon mal abgesehen, dass ich den nicht kriege. Das ist zu einfach gerade. Jetzt dreht sich da unten, alles klar, da kommt die Flamme runter. Und das war Fail. Das Geile ist, ich muss diesen Tempel machen. Ich habe einen Frosch, ja, und ich benötige ihn nicht. Ganz ehrlich, wisst ihr, wie dumm das ist? Oh Gott. Holy moly, ganz ehrlich. Das war knapp, das war knapp, das war knapp, das war ein Load State. Ja, ich werde jetzt häufiger Safe States benutzen. Unter anderem, weil ich dachte eben, dieser Feuerball hätte mich getroffen und hätte mich damit getötet. Das will ich doch nicht haben. Du hast mir eben zu viel Ärger eingebracht. Safe State. Und wir schauen mal auf die Uhr und merken, wir haben 8 Minuten irgendwas aufgenommen. Jetzt 8 Minuten 25 gut rum? Keine Ahnung. Nee, du gehst weg, du gehst weg, du gehst auch weg, dich will ich nicht. So. So, hier müssen wir runterspringen. Und wir sind hier zum Endgegner. Oder auch nicht. Ja, hier werde ich jetzt eh nur größer, scheiß auf die Feder. Beziehungsweise Blatt, whatever. Ja, entweder werden wir hier kleiner oder wir müssen uns diesen geduckten Scheiß hier aus Dingsen, was ich aber eigentlich vorhatte. Puh, das war gut. Endboss. Moment, Moment. Den schaffe ich jetzt bestimmt aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, ich weiß, warum ich genau das getan habe. So, kommt er jetzt auch nochmal runter? Ja, tut er. Das war dumm. So, und das war gut. Und wir haben Gott sei Dank diesen verfickten Tempel geschafft. Ich habe mich entschlossen, den Hammer nicht zu benutzen. Wir werden das Ding umgehen können, nicht? Wenn wir den hier genommen hätten, diesen Zylinder da, den da.
Wenn wir doch bestimmt da rauskommen. Das testen wir jetzt mal aus. Bevor ich diese Folge beende, will ich das jetzt noch austesten. Ah ne, wir kommen da oben raus, okay. Muss ich auch jetzt eine Brücke? Ja, wird wahrscheinlich durch diesen anderen Himmel da unten gehen. Aber die Welt brauchen wir bestimmt mehr als 2-3 Parts. Wenn ihr überlegt, wir sind jetzt erst bei Welt 4. Bei Level 4 von Welt 6, der Eiswelt, bei Super Mario Bros. 3. Ich kann es nicht oft genug sagen, ja. Vielleicht verpasst es irgendeiner, weil es nicht in der Überschrift steht, oder... Ja, steht ja überhaupt nicht da. Jetzt noch nicht, weil es jetzt erst aufgenommen wird. So, wir machen hier das nächste Mal weiter bei Super Mario Bros. 3. Ich beende jetzt hier die Aufnahme. Ich bin MetalFreak1993. Und wir sehen uns das nächste Mal mit diesem Game. SMB3. Ciao, Leute.